Leute, und damit ein verregneter Tag auf der Hofbergmann. Muss auch mal sein. Dafür hatte ich dann aber jetzt auch geplant. Also ihr seht, es hat sich was getan. Also ich habe 132 Enten jetzt am Start. Aber ich möchte jetzt erstmal ein bisschen laufen. Und zwar bei Raiffeisen werden wir jetzt eine Ladung Raps verkaufen. Zack. Eine ganze Ladung Rapsi-Mapsi-Schnapsi. Wo ist ein Raiffeisen? Raiffeisen ist in der Nähe vom Händler. Wie ihr seht. Und da werden wir jetzt hinfahren. Nicht eine ganze Ladung ungefähr. Mehr haben wir nicht. Okay, aber ich weiß, dass wir noch im Mähdrescher noch ein bisschen Raps haben. Und ich habe ja schon mal ein bisschen vorbereitet auf weitergespielt. Also Feld 4 wurde noch dazu gekauft. Und ich habe mir einen neuen Mähdrescher zugelegt, einen größeren. Ja, ihr hört richtig, einen größeren Klaas. Genauso wie ich mir den Klaas Axia 900 noch zugelegt habe. Ja, einfach aus dem Grunde, ich brauchte einen, der ein bisschen Power hat. Für den Lockerer. Damit wir ganz einfach besser oder damit ich halt fliegen kann, ne? Wobei ich sagen muss, im Flug gibt es zwar größere und breitere, aber ich hasse Flügen. Ich mag es nicht und deswegen mache ich es auch nicht. Ich bin da jetzt ganz ehrlich. Das Klee sieht doch auch schon mal schnieke aus hier, ne? Was ich nur nicht weiß, ist, wächst das Klee nach? Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Einstellen. Ja, ich gehe ja schon. Ich gehe ja. Das Näschen juckt, das Näschen juckt. Gut, fangen wir jetzt erstmal nach Raiffeisen, verkaufen mal schnell die 20.000 Liter Raps. Ja. Ich wollte halt nicht, dass es nur
noch zu langweilig für euch wird. Deswegen habe ich da schon mal ein bisschen vorgearbeitet noch. Von daher kommen auch noch ein paar andere Sachen. Aber das werdet ihr dann gleich sehen alles. Hier beim Händler steht auch nichts mehr. Sind wir schon mal reif. Von daher werden wir jetzt mal schauen. Hallo. Das Raiffeisen uns jetzt hier so bezahlen wird. Bin ich ja schon mal gespannt. Na. Ja, das ist doch okay. 28.000 jetzt wieder. Kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern. War ganz schön viel Betrieb auf dem Friedhof, muss man ja mal sagen. Auf geht's zum Hof. Auf geht's zum Hof.
Wir müssen ein bisschen Milch holen. Dum 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 dum. Ich mag keinen Regen, ich mag keinen Regen. Was bist du hier eigentlich? Hinten habe ich Heu. Stroh, hier habe ich heute. Okay. Da habe ich Silage. Das passt sich doch. Zack. Tausendneunundsechzig Liter, ja, besser als nichts. So, eine Käse, eine Milch, eine Buttermaschine habe ich auch schon gekauft. Also quasi, ich habe jetzt alles wieder das, was ich vorher auch hatte. Jetzt müssen wir halt mal gucken. Wie, was wir alles machen.
700 haben wir drin, das heißt, wir machen die ganze Show jetzt hier noch dreimal. Noch einmal. Nein. Gut. Der ist hier noch fleißig im Gange. Jetzt könnte man ja mal gucken. Ach, das ist schon Enterweit. Was soll denn das? Ich hab das so hinten angehängt, oder nicht? Ja. Okay, ihr Lieben, wir werden uns aber beim nächsten Mal dann befassen, schon mal eine Ladung reinzuholen und auch schon mal unseren Kühen zu geben. Bis dann. Ciao, ciao.